freue mich nun sehr, dass Professor Michael Dickenmann der nächste Sprecher sein wird. Professor Dickenmann ist stellvertretender Chefarzt an der Nephrologie am Universitätsspital in Basel und er wird zu uns über die interstitielle Nephritis sprechen. Bitte, Michael. Jörg, besten Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die interstitielle Nephritis ist definitiv kein Blockbuster in der gängigen Fachliteratur. Sie ist aber nicht eine neue Erfindung, sondern wie Sie hier sehen, bereits 1945 hat Herr Zollinger seine ersten Beobachtungen über dieses Thema gemacht. Also ist alter Wein in neuen Schläuchen. Nun, bevor ich beginne, Sie alle wissen, gegenwärtig läuft die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Sehr empfehlenswert, qualitativ bedeutend besser als der FC Basel zurzeit. Und diese Fußballspielerin, es ist nicht Lara Dickenmann, kann leider nicht teilnehmen. Und zwar hatte sie eine Adduktorenzerrung, hat deshalb Ibuprofen bekommen. Sie hat eine Ratte als Haustier zu Hause, schon seit Monaten. Und 6 Tage nach dem Ibuprofen kriegt sie Fieber, leichte Dysurie, hat im Urinstatus beim Hausarzt im Streifentest eine Leukozyturie, in der Kultur wächst nichts Gescheites. Der Hausarzt beurteilt das Ganze als Harnwegsinfekt und behandelt 3 Tage mit Bactrim oder Nobil. Danach geht es ihr aber nicht besser, sondern eher schlechter. Sie nimmt dann Gewicht zu, entwickelt Ödeme und bei einer erneuten Kontrolle hat sie ein Kreatinin von 243. Nun, bevor Sie überhaupt wissen, um was es geht, was hat diese Patientin? Eine interstitielle Nephritis auf Ibuprofen, einen nicht adäquat behandelten Harnwegsinfekt, eine interstitielle Nephritis im Rahmen einer Leptospirose bei Ratten zu Hause oder aber eine Nobil- oder Bactrim-induzierte interstitielle Nephritis. Bitte wählen Sie. Okay, wir haben sich eindeutig festgelegt, die Auflösung folgt am Ende. Nun, der Begriff interstitielle Nephritis setzt sich aus Interstitium und Nephritis zusammen. Das Interstitium heißt, dass für einmal die Entzündung nicht primär in den Glomeruli, wie bei Frau Hirt gehört, stattfindet, sondern zwischen den Tubuli im sogenannten tubulointerstitiellen Raum. Was man dort sieht, ist ein entzündliches Infiltrat, hier in der größeren Darstellung zwischen den Tubuli und zum Teil auch auf das Tubulusepithel übergreifend. Was Sie auch finden können, sind zusätzlich eosinophile Zellen. Wieso entwickelt jemand eine interstitielle Nephritis? Wichtig zu wissen, das ist sehr von der Region abhängig, die wir anschauen. Die Ausführungen, die ich mache, beziehen sich auf Europa und Nordamerika. In Europa sind 3/4 der Fälle medikamentös bedingt, ca. 20% im Rahmen von Systemerkrankungen und das Übrige ist ein Mischbild mehrheitlich infektiöser Ursache. Medikamente sind diejenigen Auslöser, die weitaus am häufigsten das Problem einer interstitiellen Nephritis bedingen. Wichtig ist, jedes Medikament kann potenziell eine interstitielle Nephritis auslösen. Das Ganze ist dosisunabhängig im Allgemeinen. Es ist ein Klasseneffekt, Beispiel NSAR, möglich. Und nach Reexposition kann ein viel, viel schnelleres Wiederauftreten möglich sein. Die Ätiologie bei den Medikamenten ist vielfältig. Ich konzentriere mich auf die NSAR, die Antibiotika und ganz wichtig zu wissen, die Protonionenpumpenblocker. Und zwar mit zunehmendem Alter desto häufiger. Unter 50 Jahren sind es ungefähr geschätzt 2 Fälle pro 100.000 Patienten. Über 60 Jahre sind es das Zehnfache.
übrige Dinge, vor allem Allopurinol, nicht vergessen. Und diese Medikamente hier, da tritt der Effekt dosisunabhängig auf. Das heißt, zwischen 7 Tagen und 7 Jahren ist alles möglich. Währenddem es verhältnismäßig wenige Medikamente gibt, von denen man sicher weiß, dass ein dosisabhängiger Effekt vorhanden ist. Insgesamt gibt es zum Beispiel auf der Webseite Nephrotox allein 170 verschiedene Wirkstoffe, die eine interstitielle Nephritis auslösen können. Fallbeispiele finden Sie für über 250 verschiedene Wirkstoffe. Nebst den Medikamenten und nur zum Teil zu Medikamenten gehören, darf man die Drogen nicht vergessen. Drogen, vor allem Kokain, dann die synthetischen Anabolika und die synthetischen Cannabinoide, im Moment Spice und K2, können interstitielle Nephritiden auslösen. Da heißt es, daran zu denken. Infekte bei uns im Vergleich zu anderen Regionen weltweit sind viel, viel weniger häufig Ursache einer interstitiellen Nephritis. Es sind dies, das sind die sogenannten Hauptvertreter, aber auch dort gibt es eine Vielzahl mehr an Ätiologien. Es sind das Legionellen, Leptospiren, Hantaviren, EBV, Pilze, jegliche Art von Parasiten und ganz spezifisch im Rahmen der Transplantation häufig das Polyomavirus. Auch hier gilt, es gibt fast keinen viralen oder bakteriellen Erreger, der nicht potenziell eine interstitielle Nephritis auslösen kann. In der Regel findet man aber den Erreger nicht in der Niere. Systemische Erkrankungen sind vergleichsweise eine seltene Ursache. Was man immer mal wieder sieht, ist die Sarkoidose, die Niere befällt und eine granulomatöse interstitielle Nephritis verursacht. Die übrigen Erkrankungen, die tubulointerstitielle Nephritis und Uveitis, die IgG4-assoziierten Erkrankungen, das Stresssyndrom, das Sjögren-Syndrom, sind verhältnismäßig selten. Andere Dinge sind absolute Raritäten, die dann auch auf dieser Folie stehen. Wie häufig ist eine interstitielle Nephritis überhaupt? Die Antwort ist, man weiß es nicht so genau, denn häufig, wenn man den Verdacht hegt, biopsiert man nicht. Wenn man biopsiert, dann findet man im Rahmen eines akuten Nierenversagens in ca. 20% der Fälle eine interstitielle Nephritis. Und das Wichtigste ist, die interstitielle Nephritis als Ganzes hat in den letzten Jahrzehnten massiv zugenommen. Und das ist die Folge der Polymedikation, des Älterwerdens des Patienten, des Mehrgebrauchs von Antibiotika und des Mehrgebrauchs von NSAR. Ganz zu schweigen von allem anderen, was die Patienten heute noch so kriegen. Die Klinik. Wann komme ich überhaupt auf die Idee, an eine interstitielle Nephritis zu denken? Das Hauptaugenmerk ist für einmal eine akute Nierenfunktionsverschlechterung. 100% der Patienten haben eine, wenn auch nur leicht, bis sehr schwere Einschränkung ihrer Nierenfunktion. 40% werden dialysepflichtig. Verbunden, je ausgeprägter die Niereninsuffizienz, mit AZ-Verschlechterung, Gewichtszunahme, Ödeme, Hypertonie. Aber, und das ist ein wichtiges klinischer Hinweis, im Rahmen einer akuten interstitiellen Nephritis, im Gegensatz zu anderen Ursachen eines akuten Nierenversagens, haben Sie häufig oder verhältnismäßig häufig eine erhaltene Diurese. Eine Oligoanurie tritt in weniger als 50% auf. Alle anderen Dinge, die man geläufigerweise liest und die häufig sein sollen mit interstitiellen Nephritiden, sind es eigentlich nicht. Fieber, Eosinophilie im Blut, Exanthem und die Trias Eosinophilie, Exanthem und Fieber sind verhältnismäßig selten. Eine Ausnahme, Beta-Lactam-Antibiotika, da finden Sie die Trias Eosinophile, Exanthem und Fieber in 3/4 der Patienten. Etwas, das nirgends steht, wenn Sie irgendwo mal eine CRP-Erhöhung haben und wirklich keine andere Ursache mehr finden und gleichzeitig das Kreatinin noch etwas höher ist, dann, nachdem Sie alles andere fürs CRP ausgeschlossen haben, denken Sie
an die interstitielle Nephritis, vor allem wenn es mit einer Verschlechterung der Nierenfunktion einhergeht. Dieses Bild, das klassische Exanthem, sehen wir sehr, sehr selten und ist vor allem mit Antibiotika vergesellschaftet. Hier haben wir den Marker Haut, dass in der Niere etwas schief läuft. Dementsprechend sind auch die Hypersensitivitätssymptome selten und sogar untypisch für interstitielle Nephritiden, die mit PPIs und mit NSAIR assoziiert sind. Sie sind auch untypisch für infektassoziierte interstitielle Nephritiden und ebenso wenig findet man sie bei systemischen interstitiellen Nephritiden. Die Medikamentenanamnese beim Verdacht ist sehr, sehr wichtig, wobei es verhältnismäßig einfach ist, wenn ein neues Medikament begonnen wurde, wenn der Patient, wie nicht selten üblich heutzutage, 10 bis 15 hat, dann wird die klinische Unterscheidung, es sei denn, man hat eine klare zeitliche Korrelation, extrem schwierig. Das heißt, die Medikamentenanamnese kann helfen, hilft aber lange nicht immer. Hilft uns das Urinsediment? Klassischerweise sagt man eine interstitielle Nephritis, weil das Interstitium betroffen ist, weil die Tubuli betroffen sind, führt zu einer Leukozyturie, zu Leukozytenzylinder. Dem ist aber leider auch lange nicht immer so. Leukozyturie haben sie in guter Hälfte der Fälle. Erythrozyturie aber auch in knapp der Hälfte. Tubulusepithelien finden sie etwas weniger und die häufig gesuchte Eosinophilurie hat zwar eine gewisse Sensitivität, aber eine nicht viel bessere Spezifität. Zylinder finden sie alles. Das heißt, sie haben im Urin keinen pathognomonischen Befund, der sie wirklich sagen lässt, der hat jetzt eine interstitielle Nephritis. Deshalb auch diese Aussage hier, eine Unterscheidung, geschweige denn eine etiologische Zuordnung, ist aufgrund des Urinbefunds nicht möglich. Und wichtig, selbst ein sogenannt unauffälliges Urinsediment schließt eine interstitielle Nephritis nicht hundertprozentig aus. Hilft uns die Eiweißanalyse im Urin? Jein, wenn es so schön ist wie hier, wo Sie eine klassische sogenannte tubuläre Proteinurie haben. Das heißt, der Urin ist mit Proteinen gesättigt, die durch die defekten Tubuli nicht wieder aufgenommen werden können und zeigt keine Zeichen einer glomerulären Schädigung, dann liegt der Verdacht relativ nahe im klinischen Kontext. Häufig aber ist das ein Wunschdenken, einen solchen Befund zu erhalten. Bildgebung hilft Ihnen nicht. Egal was Sie machen, welche Art der im Moment im klinischen Alltag gebrauchten Bildgebung, hilft Ihnen nicht zur Diagnose einer interstitiellen Nephritis. Ja, wie stelle ich dann überhaupt die Diagnose? Und das ist das Schwierige. Ich kann mich bis zu einem gewissen Grad auf die klassische Anamnese verlassen. Also, Patient hat vor 3 Wochen ein NSAIR gekriegt, einen Protonenionenpumpenblocker oder etwas Ähnliches, entwickelt jetzt eine akute Niereninsuffizienz, hat vielleicht noch eine Leukozyturie, dann ist die Ätiologie relativ naheliegend. Das erhöhte Kreatinin ist sicher wegweisend, dass etwas mit der Niere nicht stimmt. Die Befunde im Urin, wie schon gesagt, können, aber müssen nicht wegweisend sein. Und die klassische Trias finde ich nur sehr selten. Deshalb, wenn ich einen Verdacht habe, sollte ich biopsieren. Wenn ich das nicht kann, nicht will oder der Patient nicht will, dann kann ich das Agens, das ich als Auslöser am ehesten in Betracht ziehe, absetzen und schauen, was innerhalb von 3 bis 5 Tagen mit der Nierenfunktion passiert. Länger würde ich nicht warten, weil bereits nach 10 bis 15 Tagen einer akuten interstitiellen Nephritis beginnt der Fibroseprozess in der Niere. Das heißt, Sie haben nicht 3 Monate Zeit zu warten, bis Sie etwas unternehmen.
weil das Risiko einer irreversiblen Nierenschädigung sonst massiv zunimmt. Wenn Sie einen Verdacht haben, nicht biopsieren wollen, dann können Sie Steroide geben, aber bitte vorher, wenn immer möglich, die Diagnose mittels Biopsie sichern. Die Nierenbiopsie ist einfach ambulant durchführbar und stellt die Diagnose einer interstitiellen Nephritis sehr, sehr genau. Was sieht der Pathologe? Er sieht ein interstitielles Infiltrat mit verschiedenen Typen, vor allem T-Lymphozyten. Er sieht die tubulären Läsionen. Er sieht unter Umständen sogar eine Tubulusnekrose. Er kann die Granulome finden, die typisch sind für einzelne interstitielle Nephritiden. Er kann je nach Verdacht auf eine Systemerkrankung sogar die IgG4 positiven Plasmazellen finden. Er findet eine Vielzahl von Dingen, die helfen, die Differentialdiagnose einzuschränken. Und last but not least, er kann Ihnen sagen, wie weit der chronische Schaden schon fortgeschritten ist. Je nachdem, welche Ätiologie Sie in Betracht ziehen, je nachdem, was der Pathologe gesehen hat, kann es sinnvoll sein, Zusatzuntersuchungen zu machen. Und das Ziel wäre natürlich herauszufinden, auf welches Medikament, und Medikamente sind nun mal die häufigste Ursache, auf welches Medikament ist mein Patient dann so allergisch. Dort kann ein Lymphozytenstimulationstest, wenn ich Verdacht habe auf ein spezifisches Medikament, hilfreich sein. Aber auch dort ist es nicht immer der Schlüssel zum Erfolg. Die Differentialdiagnose einer akuten interstitiellen Nephritis umschließt die Differentialdiagnose jedes akuten Nierenversagens. Die Tubulusnekrose, sei es toxisch, sei es ischämisch, kommt in Frage. Der akute und komplizierte Harnwegsinfekt, wobei dort die Differentialdiagnose relativ einfach ist, weil sie nämlich im Allgemeinen keine Verschlechterung der Nierenfunktion haben, keine systemischen Infektzeichen oder Entzündungszeichen. Und am kniffligsten die Differentialdiagnose Cholesterinembolie-Syndrom. Ältere Patienten, häufig Polymedikation, Eosinophilie im Blut, Nierenfunktionsverschlechterung und im Sediment können Sie genau dasselbe sehen. Die Biopsie hilft Ihnen dort sehr. Therapie. Das Ein und Alles ist Absetzen der vermuteten auslösenden Noxe bei der medikamentösen interstitiellen Nephritis, bei den systemischen Erkrankungen und den Infekten logischerweise die Behandlung der Grundkrankheit. Steroide, ich bin ein Anhänger von Steroiden bei interstitiellen Nephritiden. Aus den erwähnten Gründen, je länger das Ganze läuft, desto größer ist das Risiko eines chronischen Schadens, irreversiblen Schadens. Wenn Sie sich für Steroide entscheiden, dann geben Sie sie frühzeitig. Machen Sie eine Nierenbiopsie, wenn immer möglich. Dosieren Sie adäquat 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Gewisse Leute geben das auch als IV. Geben Sie es aber nicht 6 Monate, sondern schauen Sie, was nach 1 bis 2 Wochen unter Therapie geschieht. Weil die meisten interstitiellen Nephritiden, die Sie rechtzeitig erwischen, zeigen ein rasches Ansprechen auf Steroidbehandlung. Behandeln Sie grundsätzlich, auch wenn es in der Fachliteratur anders steht, nicht länger als 2 bis maximal 3 Monate. Die einzige Alternative, für die es einige Daten gibt, bei zum Steroid Unverträglichkeit oder der Unmöglichkeit, Steroide zu geben, ist das Mycophenolat Mofetil. Dort ist die Datenlage aber mehr als bescheiden. Prognose. Die interstitielle Nephritis hat grundsätzlich eine nicht allzu schlechte Prognose, vor allem wenn Sie sie behandeln. 10% bleiben aber dialysepflichtig. 40% haben eine inkomplette Erholung. Und die schlechte Prognose wird natürlich vom Pathologen vorausgesagt, wenn er eine zunehmende interstitielle Fibrose der Niere findet. Relapse-Gefahr. Wenn Sie jemals ein Medikament in Verdacht gehabt haben und es 2 Jahre später wieder geben und der Patient 5 Tage später bereits einen Kreatininanstieg hat, dann ist es bewiesen, aber es ist eine schlechte Lösung des Problems. Also versuchen Sie Reexposition
zu verhindern. Zwei Worte zur Pathogenese, Typ-4-Reaktion und der Wirkstoff, der Metabolit, das Hapten, die Rezeptoren, alle können irgendwie in den Prozess der letztendlich allergischen Reaktion, welche zur interstitiellen Nephritis führt, vergesellschaftet sein. Wieso gerade die Niere, wieso die Reaktion in der Niere? Weil die Niere ein wunderbar perfundiertes Organ ist und einfach alles dort hängen bleibt. Klasseneffekt, NSAR, Beispiel Propionsäurederivate, haben alle die gleiche Struktur, Sulfanamide bis zu den Diuretika, gleiche Core-Struktur. Das heißt, Kreuzreaktionen sind sehr häufig. Deshalb daran denken, wenn Sie eine Alternativbehandlung suchen, dass Sie versuchen, einen Wirkstoff zu finden, der dem ursächlichen Wirkstoff nicht ähnlich ist. Unsere Patientin, die Antwort ist, ich weiß es auch nicht. Was sie nicht hat, das weiß ich. Sie hat keinen Harnwegsinfarkt, weil sie nämlich gar keine signifikante Bakteriurie hatte. Sie könnte aber theoretisch eine interstitielle Nephritis von ihrer Ratte gekriegt haben, via Leptospirose, das ist sehr unwahrscheinlich. Sie kann eine interstitielle Nephritis infolge der Cotrimoxazolgabe, vielleicht eine Reexposition, es kam sehr schnell, gehabt haben, aber rein aufgrund der Häufigkeit das Wahrscheinlichste, sie hatte eine interstitielle Nephritis aufgrund der Ibuprofeneinnahme. Take-home-Message, daran denken. Es gibt keine spezifische, klinische, labormäßige, urinmäßige, proteindifferenzierungsmäßige Konstellation. Es ist das Gesamtbild, das entscheidend ist. Im Zweifelsfall bitte biopsieren und im Zweifelsfall würde ich mit Steroiden nicht zurückhaltend sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.